Hey Leute! Okay, das hat sich doof angehört. Hey Leute, wie geht's euch denn mal so heute? Das hat sich gereimt. Ich sage, hey Leute, wie geht's euch? Ich glaube gut, oder nicht? Ja, ich will euch heute eine Preview zeigen. Es ist so ähnlich wie eine Review. Eine Review ist halt sowas, dass man. Wie heißt das jetzt? Etwas zeigt, das man neu bekommen hat. Halt, ich habe es nicht neu bekommen, deswegen ist es von mir eine Preview. Meine Preview ist, also jetzt, ich habe das Wort also jetzt nicht erfunden, halt, ich erkläre es nur anders. Also ich finde, also für mich ist Preview jetzt keine Review, sondern Preview ist für mich, dass ich etwas selber gemacht habe, halt. Deswegen halt sage ich jetzt nicht Review, sondern Preview. Also ich habe hier halt Kästchen, da ist meine Mondsteinkette drin. Aber die habe ich selber gemacht und ich zeige euch mal im nächsten Video wie. Ich hole kurz eine andere Kette. Kette, wo bist du? Hier ist die reale Mondsteinkette, also jetzt nicht die richtige, wie im Film halt bestellte Mondsteinkette. Und ja, ihr seht, das ist ein schwarzes Band mit einem kleinen Stein, der so schimmert. Mit Knete geht das ja nicht so leicht, deswegen. Ich zeige euch jetzt auch mal die Kette. Also sehen könnt ihr, das ist nur eigentlich ein Deckel, wo ich das mit zugemacht habe. Diese Kette ist ein Einzelstück von mir selbst erstellt. Sie hat nicht ein schwarzes Band, sondern ein lila Band und ist etwas kleiner als die Mondsteinkette. Hier vorne der Stein habe ich größer gemacht, habe nicht rund, sondern so halt wie so ein Diamant gemacht. Und ihr seht, die Bänder sind eigentlich so halb gleich lang, nur das Band hier ist ein bisschen länger, wegen diesen hier vorne halt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Schwarzleder und das ist Strickwolle ist das so halt, steht hier. Stricken leicht gemacht, aber ja, ich habe halt so eine Wolle benutzt. Das ist die Wollfarbe. Man steht da leider nicht. Das ist so lila, pink, dunkellila gemischt mit so kleinen Schuss pink. In der Kamera sieht es heller aus, als es in Wirklichkeit ist. Ihr braucht für die Kette braucht ihr einmal diese Wolle. Play-Doh-Knete, hellblau. Ihr seht, dass es dunkler ist als das. Das werde ich euch aber noch zeigen, warum. Dann muss ich noch kurz was holen. Ich habe es vergessen zu holen. Dann braucht ihr noch ein Bastelleim. Ich habe es jetzt für 1 € geholt. Das ist eigentlich sehr praktisch. Das kann man mit alles machen. Zukleben. Und ihr braucht dafür noch Wasserfarben. Wie sehen könnt, habe ich hier drauf so kleine Macken. Ich kriege es jetzt gerade nicht auf. Ja, ich habe mich auch mal wieder gemeldet, weil ich jetzt die letzte Zeit keine Zeit hatte. Ich habe jetzt auch ein Gary's Mod, ist ein Let's Play. Das mache ich aber jetzt nicht jeden Tag, weil ich gerade keine Zeit habe. Wie ihr sehen könnt, sind hier halt alle Farben, Gold, Schwarz, Gelb und so weiter. Ich habe dieses helle Blau genommen und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie es geht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich versuche es im nächsten Video zu machen. Wenn es nicht klappt, dann halt ist es noch am Hochladen, wenn es nächsten Tag oder heute noch nicht rauskam. Aber ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Kommt drauf an, wenn ihr das geguckt habt. Und ja, und diese Kette werde ich unter euch 3-mal verlosen. Oder 1-mal verlosen, überlegt noch. Was ihr dazu tun müsst, schreibe ich in die Infobox. Oder ich mache es später, im nächsten Video. Okay, dann bye!